Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yeshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Und wir wollen nur die Wahrheit aus sein Wort, also weil sein Wort die Wahrheit ist. Und die Bibel sagt, wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn frei machen. Halleluja. So, bevor ich ein die Thematik also reingehe, möchte ich also beten, Joshua, danke für diesen Moment. Danke, Herr, für dein Wort und bitte führe mich und leite mich im Namen Joshua Mashiach. Amen. So, also ich möchte heute ein Thema, also etwas Kurzes mit euch mal teilen. Ich habe festgestellt, also wir sind in einer Generation, wo Respekt vor Eltern, Respekt vor Leute einfach ja langsam verschwunden ist. Ich kann zum Beispiel mal erklären, also einmal war ich in einem Bus und konnte ich also hören, also wie ein Kind sein Vater richtig beleidigt hatte und der Vater wollte was sagen und dann sagte das Kind, also Papa, halt die Klappe. Also ich war so schockiert, sowas zu hören. Und deswegen möchte ich, also ich hatte Bibel gelesen und dann bin ich also nur auf einen Vers gestoßen und der Herr wollte, also will, dass ich das Thema mal bringe. Ich glaube, ich hatte das kurz, schon mal kurz in Bonn. Da gab es also eine kurze Bibel, Lehre und hatte ich also das Thema schon mal erwähnt. Und es hat also mit der Ehre, mit Respekt zu tun. Wenn wir die Menschen keinen Respekt erweisen, wenn wir ja, unsere Eltern, unsere Mitmenschen, Familie und so, kein Respekt erweisen. Wie können wir also unser Herr Joshua Mashiach, unser Gott, auch ehren? Wisst ihr, lieber Geschwister, wenn wir sehen, also wie wir mit dem Wort des Herrn also angehen, wie wir mit dem Herrn reden, wie wir einfach leben. Es ist, ich weiß nicht, also wie ich das sagen will, aber diese Ehre, Gott zu ehren, gehen wir einfach dem Wort. Also ich hatte etwas gelesen und es war in Hebräer, Halleluja, in Hebräer Kapitel 12. Und in Kapitel 12, glaube fast am Ende, glaube schon, wenn wir so in Vers von Anfang, also da gibt es ziemlich viel, aber ich möchte bloß also diese Vers 28 mal lesen. Darum, dieweil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen. Also ich bin gerade in der Luther-Version. Wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und Furcht. Lieber Geschwister, also die Bibel sagt uns also hier, dass wir unser Herr, unser Gott, unser Elohim mit Furcht und Zucht dienen sollen, damit wir ihm also gefallen können. Und hier, wenn wir
Ich mag gerne, also ich habe diese Version, diese Internetseite, also die BIM, die hier genommen, weil wir direkt die Wörter, die Übersetzungen, also die Wörter in Griechisch und auf Hebräisch auch direkt lesen können, also die Bedeutungen. Hier zum Beispiel dieser Begriff, also Zucht hier, wenn ich also da reingehe, auf Griechisch ist es Eidos. Eidos, so. Und hier steht es auf Englisch, a sense of shame, of honor, modesty, bashfulness, reverence, regard for others. Und dann gibt es also Respekt, liebe Geschwister. Also das heißt, wir sollen Gott mit Respekt und Furcht dienen. In andere Übersetzungen also steht also hier Ehren. Also das heißt, und hier dieser Begriff Eidos heißt bedeutet auch Ehren. Honor. Honor hier also hat also mit Ehre zu tun. Wir sollen unser Herr und unser Gott, unser Elohim mit Ehre, mit Respekt dienen. Aber ich kann mich erinnern, dass, ich hatte, wir hatten schon mal so eine Bibellehre und da hatte uns vor ein paar Jahren hatte ein Bruder, also jemand erzählt, also wie, der sagte, ja, ich habe also mit Glaube gebetet und ich habe dem Herrn gesagt, ich habe dem Herrn gesagt, ja, Herr, ich will das haben, wenn du mir es nicht gibst. Ja, Herr, du hast doch gesprochen. Du. Und dann, wenn ich dann denke und sage, ich war, weißt du überhaupt, mit wem du sprichst? Du sagst also, Herr, wenn du das nicht gibst, wenn, wer bist du überhaupt? Weißt du? Und öfter und manchmal, das passiert so oft, also mit uns in dieser Beziehung mit dem Herrn, wie wir mit ihm angehen. Wir reden, als ob wir, als ob es also ein Freund von unserer Gegenumgebung so oder jemand, also ein Freund von meinem Stammtisch, keine Ahnung. Lieber Geschwister. Wissen wir überhaupt, mit wem wir da zu tun haben? Es geht um unser Herr, der allmächtige Gott, der allmächtige Elohim. Und das passiert so oft, also sogar unsere Haltung, wie wir mit ihm so also umgehen, also es ist, wir vergessen, mit wem wir überhaupt zu tun haben. Und hier sagt uns die Bibel, also dass wir unser Elohim, unser Gott mit Furcht, mit Respekt dienen sollen, liebe Geschwister. Mit Respekt. Ja, aber wenn ich also diese Generation sehe, also wir sind daran gewöhnt, also und sogar die Bibel sagt, also wir sollen unsere Eltern, also Vater und Mutter ehren. Es ist ein Gesetz, also der Herr sagt sogar, so also, damit wir lange auf dieser Erde bleiben können. Aber wenn wir die Eltern, wenn wir die Menschen, wenn wir die, wie sollen wir unser Herr überhaupt ehren? Hier sagt also mit, die Bibel sagt also hier mit Respekt. Lieber Geschwister, ich möchte euch mal kurz zeigen, was das bedeutet, wenn wir, oh, Yahweh, Yeshua Mashiach. Oh, Herr. Also, es gibt so viel Geschichte in der Bibel, also wo, da sieht man, also wenn der Herr sagt, also wenn du mich also mit Ehre, mit Respekt also dient, also gehen wir mal also in 1. Samuel, das ist Samuel, 1. Samuel, Kapitel, 1. Samuel, Kapitel 2, gehen wir Kapitel 2.
Halleluja. Kapitel 2 und Vers, lese mal also Vers 30. Also da steht, ich mache das ein bisschen größer, vielleicht, nee, das ist zu groß. Also Vers 30, darum spricht der Herr, der Gott Israel, ich habe geredet, dein Haus und deines Vaters Haus sollten wandeln vor mir ewiglich. Aber nun spricht der Herr, er sei fern von mir, sondern wer mich, und er sagt, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Lieber Geschwister, wie, wenn der Herr sagt, also, du sollst mich ehren, also, du sollst mich Respekt erweisen. Wie kann man unser Herr, unser Gott verachten? Indem man also sein Wort nicht ernst nimmt. Wie sein Wort also nicht, nicht folgt. Und das ist also, was unser Herr hier sagt. Das Volk sollte, dieses Volk sollte unser Herr ehren. Aber der Herr sagt, du hast mein Wort verachtet. Wer mich ehrt, werde ich auch diese Person ehren. Oh, Joshua, Joshua, du bist so wunderbar. Und genau in 1. Samuel, da gab's auch, in 1. Samuel gibt's auch noch, kleine Geschichte, ihr kennt also die Geschichte von König Saul. Und da steht also in Vers, also der König Saul, Vers 13, er hatte die Menschen geehrt oder, also mehr, er wollte die Menschen gefallen als Gott zu gefallen. Also, und so wurde er einfach. Ja, genau, also in Vers 14. Aber nun wird dein Reich nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann ersucht nach seinem Herzen. Dem hat der Herr geboten, Fürst zu sein über sein Volk. Denn du hast den Herrn geboten nicht gehalten. Also, er wurde nicht mehr König. Der Herr hat ihn also einfach rausgenommen. Und wenn wir diese Begriffe auch gehalten, das heißt, er hatte das Wort to keep, to guard, observe, gehört, er hatte das Wort des Herrn einfach nicht gehalten. Das ist also, was hier steht. Oh, Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. Aber wir sehen also das, und wenn ihr also die Geschichte von König Saul seht, der Herr hat ihm gesagt, geh und mach das. Er hat das also anders gemacht. Geh und tu das. Er hat das wieder anders getan. Und wenn man also weiter tiefer reinbohrt und sieht, aha, das Problem also von diesem König Saul, er wollte die Menschen gefallen, statt Gott zu gefallen. Seht ihr das, liebe Geschwister? Und darum sagt also der Herr, also also vorher haben wir das gelesen, wer mich ehrt, wer mich respektiert, wer mich ehrt, werde ich auch ehren, aber wer mich verachtet, werde ich ihn auch verachten. Habt ihr gesehen, also wie wir Kinder des Herrn, also wie wir mit seinem Wort also umgehen? Kein Respekt. Wir reden also mit ihm wie, als ob er also nur ein Freund wäre. Oh, Herr, du bist so. Also manchmal schreien wir zu Gott. Also man sagt also, wenn man schreit, also um Hilfe. Aber nicht als ob man dem Herrn so schimpfen sollte und Befehle gibt. Wer kann also Joshua Mashiach Befehle geben?
Wer bist du überhaupt, also Joshua, irgendwelche Befehle zu geben? Wenn du mich das nicht gibst, dann werde ich... Wer bist du? Was willst du tun? Was? Wir vergessen, mit wem wir überhaupt zu tun haben. Wir vergessen wirklich. Ja, gehen wir mal also in ja, genau, da gibt es also eine kurze in Malachi. Ja, danke, Herr. Gehen wir mal in Malachi. Da gibt es also, der Herr hatte zu den Priester gesprochen. Lesen wir mal. Also, dies ist die Last, die der Herr redet wieder Israel durch Malachi. Ich hab euch lieb, spricht der Herr. So spricht ihr. Womit hast du uns lieb? Ist nicht Esau Jakob Bruder? Spricht der Herr. Und doch hab ich Jakob lieb. Ich springe direkt also auf Vers 6. Nein, lesen wir einfach bis Vers 6. Und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und ob Edom sprechen würde, wir sind verderbt, aber wir wollen das Wüste wieder erbauen. So spricht der Herr Zebaoth also. Werden sie bauen, so will ich abbrechen, und es soll heißen, die verdammte Grenze und ein Volk, über das der Herr Zürn erwiglich. Also Vers 5. Da sollen eure Augen sehen, und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich in den Grenzen Israel. Also Vers 6, das ist genau, was ich euch zeigen wollte. In Vers 6, also sagt unser Herr, viele Leute nehmen diese Bibelvers, also vor allem die Wohlstandprediger nehmen den Vers und versuchen also Geld also von den Leuten also zu bekommen und. Aber bitte, wir werden das also ganz, ganz anders sehen, wie die Bibel uns es sagt. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Das ist der Herr. Der Herr sagt also, ein Sohn ehrt normalerweise seinen Vater. Ein Knecht, also ein Diener, der ehrt seinen Herrn. Das heißt, er dient also mit Furcht also und Respekt. Und dann sagt also unser Herr hier, bin ich nun Vater, aber wenn ich euer Vater bin, wo ist denn meine Ehre? Wo ist meine Ehre? Wo ist dieser Respekt? Das heißt also in unserer Haltung, wie wir das Wort überhaupt sehen, wie wir das also nehmen, wo ist überhaupt die Ehre? Wo ist dieser Respekt? Oh, Joshua Maschia. Und er sagt weiter, bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Lieber Geschwister, habe ich doch gesagt, viele Leute nehmen diese Verse und um Geld also von Leute zu bekommen und so, aber lesen wir mal also, was der Herr, unser Herr hier uns sagt. Wenn er unser Vater ist, wenn er unser Herr ist, wir sind die Diener. Wenn er unser Vater ist, also wir sind die Kinder. Wo ist die Ehre? Wo ist dieser Respekt? Wie kommen wir zu ihm? Wie nehmen wir überhaupt also sein Wort? Wie gehen wir also mit seinem Wort um? Er spricht, aber nee.
Wie ist das zum Beispiel also mit Gebet? Nehmen wir mal so Beispiel Gebet, die Zeit also mit Gebet. Wo ist diese Ehre, wenn du betest? Wie sprichst du mit ihm? Welche Haltung hast du also vor dem Herrn? Einmal hatten wir, früher hatten wir so Gebetstreffen, das ist schon lange her. Also Studenten, wir waren auch Studenten und diese Gebettreffen, wir haben gebetet und so. Und komischerweise, also es war ein Treffen, wir hatten auf dem Tisch, gab es also Chips, es gab da so Chips, also irgendwelche Erdnüsse, Sachen da, Getränke. Und es ist also ein Gebetstreffen. Und wir beten. Einige beten, wir beten und es war... Ja, man sagt also, man soll also frei sein und. Aber in dieses Gebet, in diese Gebetzeit gab es Leute, die Chips gegessen hatten. Wie, ja, Herr, du bist so wunderbar. Essen Chips und beten und reden mit dem Herrn. Wo ist dieser Respekt? Kauen Kaugummi und so, Herr. Ja, weißt du, ich liebe dich, Herr. Wo ist die Ehre? Wo ist dieser Respekt? Geh mal. geh mal. Hab mal also ein Treffen also mit deinem Bügel, also mit Angela Merkel und dann sprich also mit ihr. Dort also, da gehst du zum Bundestag dort, also sprich also mit Leuten und dann hast du Chips also auf deinem Tisch und wo ist dieser Respekt? In diese Gebetstreffen gab's also Chips. Es war Wahnsinn. Wisst ihr was? Also wenn junge Leute, also ich sehe, es gibt also immer diese Jungtreff und solche Sachen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, also was für Blödsinne passieren, also in solche Treffen. Also wenn jungen Leute sich also treffen und versuchen, dem Herrn zu loben, zu preisen. Man muss also Ordnung bringen. Ordnung bringen. Hey Leute, wir sind da vor unser Herrn Yeshua Mashiach. Respekt, sogar in unseren Haltungen, sogar wie wir beten, wie wir mit ihm reden. Pass auf. Und der Herr sagt hier, also ich lese weiter: Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinem Namen verachten. So sprecht ihr, womit verachten wir deinen Namen? Also jetzt, die stellen diese Frage, ja, womit denn? Und der Herr sprach hier zu den Priestern damals. Damit ihr opfert auf meinem Altar unreines Brot. So spricht ihr. Womit opfern wir dir Unreines, damit dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist verachtet. Also die Priester hier sollten, also damals hatten sie dem Herrn gedient, also indem sie Brandopfer auf dem Altar gebracht hatten und das Brot und. Das wieder so eine andere Lehre sein. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, so, dass wir heutzutage also die Priester sind. Wir sind Priester. Der Fehler also hier von diesen Priester ist also, dass sie hatten also unreines Opfern gebracht auf diese Altar. Und wenn man weiterliest, das steht also in Vers 8. Und wenn ihr ein blindes opfert, so muss es nicht böse heißen. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes opfert, so muss es auch nicht böse heißen. Bringe es deinen Fürsten oder dein Bürgermeister. Was gilt's? Ob du ihm gefallen werdest oder ob er deine Person ansehen werde, spricht der Herr,
der Herr Zebaoth. Also hier ganz klar, der Herr sagt, okay, ihr bringt da so kranke Opfer, Blindes und sowas und das heißt, normalerweise diese Opfer sollte etwas Wichtiges, eine deine beste Opfer sein. Aber die haben nur Kleinigkeiten, Kranke, irgendwas gebracht. Und der Herr sagt, ist das ein Opfer? Ist das wirklich ein Opfer? Was ist das für der Respekt? Du fürchtest mich nicht. Bring das also zu deinem Bürgermeister. Bring das zum Beispiel zu deinem Chef. Habt ihr überhaupt bemerkt, wie wir unsere Herren behandeln? Wir fürchten also unser Chef in der Arbeit so sehr, wenn der Chef sagt, geh, mach das, und dann machen wir das also sofort, weil wir unbedingt wissen, ja, am Ende des Monats werden wir unser Einkommen bekommen oder wir werden unser Job behalten. Aber wenn der Herr sagt, hey, geh in diese Richtung, mach das so, ich will das so, ja, da macht man nur ein bisschen, ja, so. Wir haben doch gelesen, wer mich ehrt, werde ich auch diese Person ehren. Respekt, lieber Geschwister. Wir verachten das Wort des Herrn. Wir geben ihm nur, also, wenn es das Beispiel, unsere Zeit, unsere Gebetszeit, nehmen wir mal Gebetszeit. Ja, natürlich, wenn man also betet, man kann also mit dem Herrn reden und so, ein paar Minuten, okay, ich habe mit dem Herrn geredet. Aber tief in deinem Herz, schau mal, gibst du wirklich Yeshua Mashiach deine Zeit? Oder bist du mit so vielen Sachen beschäftigt? Also du fängst also von 6 Uhr, stehst du auf, oh, ich muss das und das machen, dann machst du 1, 2, 3, A, B, C, D, so viel. Gehst du in die Arbeit, oh, hast du das zu erledigen, oh, machst du das und. Kommst du nach Hause, oh, ich muss das. Und dann am Ende, ganz am Abend, ist man also richtig, richtig müde und dann sitzt man also auf dem Couch und sagt, ah, Yeshua Mashiach, danke für den Tag, du bist so schlafen. Hä? Deswegen steht das in Vers 9 hier, so bittet nun Gott, dass er uns gnädig sei. Ah, Yeshua Mashiach, Respekt. Respekt, Ehren, unser Herr Ehren. Und diese Ehre, es ist nicht nur, oh, bla bla bla, bla 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 bla, nee. Ah, Yeshua Mashiach. Kennt ihr euch noch erinnern, also in Jesaja, wo, lesen wir das. In Jesaja Kapitel, wo der Herr sagt, also diese Leute, die ehren mich also mit ihrem Munde, aber ihr Herzen sind, wo ist das noch? Jesaja, genau. In Jesaja Kapitel 29. Jesus hatte also nochmal diese Verse also in Matthäus 15 gegeben. Jesaja Kapitel 29, also gehen wir mal weiter in Vers 13. Genau. Vers 13, da steht, und der Herr spricht darum, dass dies Volk zu mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nach Menschengeboten, die sie lehren. Der Herr geht's noch tiefer, er geht noch weiter, nicht nur Haltung, nicht nur so, er geht noch weiter, tiefer, tiefer, tiefer. Wie ist das? Ehrst du mich überhaupt in dein Herz? Ehrst du mich überhaupt? Nicht nur die Wörter. Weil manchmal wir beten, ja, du bist so wunderbar, du bist so, Yeshua. Ah, ist das so?
tief in dir? Ist das so? Dieser Respekt? Hast du Respekt? Respektierst du das Wort des Herrn? Fürchtest du also Joshua? Fürchtest du also unser Herr? Hey! Oh, Joshua Mashiach. Joshua Mashiach. Wer der Sohn ehrt, ehrt auch den Vater. Oh, Joshua, danke Herr, meine Güte, der Herr ist wunderbar. Joshua sagt also in sein Wort hier, auf dass sie, also, denn, also in Johannes Kapitel 5, Vers 22, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Auf dass sie alle den Sohn ehren. Yeah! Wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, der hat den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Joshua Mashiach. Wahrlich, sage ich euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Lieber Geschwister, unser Herr zu ehren, Respekt zu erweisen, sein Wort mit Furcht zu nehmen und zu tun, lieber Geschwister, der da bekommt was also vom Herrn. Er wird auch geehrt vom Herrn. Das heißt also, diese Ehre ist, dass also diese Person das ewige Leben bekommt. Und, oh, Joshua Mashiach. Ach, Joshua. Wir beten, wir geben immer so nur diese, ich möchte beten, Joshua, danke, du bist, Schluss. Und dann, zack, weg. Keine Zeit. Du hast so viel Zeit für so viele Dinge, so viele Sachen auf dieser Erde. So viel. Habt ihr gesehen? Jemand kann also drei Stunden lang in YouTube gucken, Video nach dem Video. Aber mit dem Herrn, die Zeit also mit dem Herrn zu verbringen. Nein. Oh, Herr. Oh, Joshua Mashiach. Lieber Geschwister, unser Herr zu ehren? Oh, Joshua. Respekt. Man spricht also mit dem, spricht zum Herrn und, wie sagt man das, also, lieber Geschwister, das ist der Grund, warum es ist wichtig, dass man das alte Bund auch liest. Alte Bund, wenn man, also, dass man das auch studiert. Was hat er den Herrn von Volk Israel verlangt? Wie haben die Leute also mit dem Herrn geredet? Habt ihr gesehen, also, als Abraham für Lot gebetet hatte, seht ihr, wie Abraham mit dem Herrn sich unterhalten hat? Er sagte, bitte vergib mir, Herr. Aber was ist dann, wenn es so viel gibt? Was ist dann, wenn es 60 gibt? Und er ist immer mit Respekt, mit Furcht, also ganz anders mit dem Herrn, also zum Herrn gesprochen. Aber diese Kinder von heute, diese Leute von heute, wie wir beten, wie wir reden, wie wir unsere Haltungen, wie wir mit dem Wort da so gehen, wie kein Respekt, gar nichts. Und so sagen wir ja, wir lieben Joshua, wir lieben unser Herr. Hä? Wir müssen aufpassen, lieber Geschwister. Wir müssen aufpassen, mit wem wir da zu tun haben. Ja? Pass auf. Wenn wir den Herrn nicht ehren können,
Die Bibel sagt, wir sollen unsere Eltern, unser Vater und Mutter müssen wir ehren. Es ist sehr wichtig. Ich sage, es ist sehr, sehr wichtig, die Eltern zu ehren, alle Menschen Respekt zu erweisen. Aber Gott, unser Herr, sein Wort missachten, verachten. Einfach so wie, ja, er hat gesprochen, okay. Ich hatte letztes Mal also das Wichtigste also im Evangelium gesprochen und einmal habe ich also mit deinem Bruder geredet und er sagte, ich mag gerne also was er da gesagt hat, er sagte, William, die Priorität, Joshua ist unsere Priorität. Unser Gott ist unsere Priorität, er ist Nummer eins. Er zuerst. Wenn seine Liebe in uns kommt, dann werden wir andere Menschen auch lieben können. Wenn wir ihn ehren, dann werden wir auch andere Menschen ehren können. Wenn wir ihn preisen, wenn wir Respekt zu unserem Herrn haben, dann können wir andere Menschen auch richtigen Respekt erweisen. Nicht, dass wir die Menschen erheben und unser Gott erniedrigen. Nein, so geht das nicht, liebe Geschwister. So geht das nicht. Ich gehe mal zurück also auf diese Vers nochmal, also Hebräer 12. Also, dass wir, Hebräer 12 sagt ganz klar, wir sollen unser Herr dienen. oder ich nehme mal also Hebräer 12, Vers, ja genau, Vers 9. Lieber Geschwister, und Vers 9 sagt, und so wir haben unsere leiblichen Väter zu züchtigen gehabt und sie gescheut. Also züchtigen hier hat auch wieder mit Respekt zu tun. Genau, das ist unser Lehrer und so weiter. Und Väter zu züchtigen gehabt, also die haben uns also gelehrt und den Weg gezeigt, gehabt und sie gescheut. Sollten wir denn nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geister, dass wir leben? Oh, Joshua Maschia. Wir ehren, wir respektieren unsere Lehrer, unsere Väter, aber was ist mit unser Herr? Was ist? Und deswegen sagt er hier im Vers 29, also 28 und 29, darum, weil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht, also das heißt Respekt und Furcht. Und dann Vers 29, lieber Geschwister. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Aber wir müssen aufpassen. Aufpassen, mit wem wir zu tun haben. Joshua Maschia. Herr, bitte, vergib uns. Vergib uns, Joshua Maschia, wie wir dein Wort, also wir haben keinen Respekt also zu deinem Wort, vergib uns. Vergib uns, Joshua Maschia, wie wir mit dir umgehen. Respekt zu deinem Wort, Respekt zu dein Gegenwart. Lieber Geschwister, habt ihr nicht bemerkt? In 1. Mose, in 1. Mose, sogar in 2. Mose, Entschuldigung, habt ihr nicht bemerkt? Im Tempel, wenn Gottes Gegenwart kam,
sind die Leute direkt zu Boden gegangen. Zu Boden, direkt auf die Knie. Hä? wenn der Geist in einen Ort wirkt, also wenn er plötzlich kommt, alle am Boden. Der Engel kam also zu Daniel, Boden. Der Engel des Herrn. Wir müssen aufpassen, ihr lieber Geschwister. Auf die Knie, sofort. Wenn diese Shekinah, wenn Gottes Gegenwart, kam, alle im Tempel, sogar in Solomon Tempel, alle Boden. Wenn die Kraft des Herrn also wird, überall, wenn der Herr kommt, alle auf Boden. Im Himmel, die Engel, Boden, die Älteste dort, die sind da so auf die Knie vor dem Herrn. Mit Furcht, mit Respekt. Aber wir hier, wir machen, was wir wollen. Essen Chips, also wenn wir mit ihm reden und so. Und wir müssen dann aufpassen, mit wem wir zu tun haben. Es geht um den Herrn. Der Herr sagt hier, also wir sollen ihm mit Furcht und Ehre dienen, lieber Geschwister. Die Zeit ist gekommen, dass wir unser Herr ehren, Respekt erweisen. Halleluja. Das ist diese Christentum also heutzutage, wo die Leute, die tun, was sie wollen. Leben in der Sünde heute, gucken also irgendwelche Pornofilme, schlechte Sachen, gucken die Frauen also nackt da draußen und lüsten und so und reden also mit dem Herrn, ohne dass sie Buße tun. Du lebst in der Sünde und dann willst du also dem Herrn anbeten und singst du, nimmst du deine Gitarre und singst also dem Herrn. Wo ist dieser Respekt? Wo? Du verachtest also sein Wort. Wo ist dieser Respekt? Kommt und sprich also komisch zu den Leuten, lebt in der Sünde und dann willst du singen, ja, Halleluja, 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 ohne dass du also Buße getan hast. Wie findest du dich überhaupt? Hast du vergessen, mit wem du zu tun hast? Es geht um den Herrn. Der allmächtige Gott, allmächtiger Elohim. Pass auf, mit wem du zu tun hast. Respekt. Respekt zu Joshua. Oh Herr, vergib uns. Vergib uns, Joshua Maschir. Vergib uns, Herr. Vergib uns. Amen.